Mir hat der heutige Abend als Auftaktveranstaltung zum morgigen 5. Digital Demo Day sensationell gefallen. Warum? Menschen sind wieder zusammengekommen, 50 an der Zahl. Endlich konnten wir wieder networken, wir konnten matchmaken. Das ist das, was wir am liebsten machen. Und das Ganze als Icing on the Cake, nur noch getoppt von dem Live-Podcast Florian Rinke mit dem Gründer der Scout-Gruppe, Erfolgsunternehmer Joachim Schoss. Besser kann eine Auftaktveranstaltung zu der morgigen Veranstaltung nicht aussehen. Events sind für uns extrem wichtig, weil wir Experten zusammenbringen, Diskussionen moderieren und damit eine ganz spezielle Situation schaffen, wo es ein Erlebnis wird. Und die Leute gehen daraus besser informiert und connected raus. Und das ist genau unsere Rolle. Wir wollen verschiedene Leute, verschiedene Meinungen zusammenbringen, damit sie einfach sich austauschen können. Ja, vom heutigen Abend nehme ich mit, dass ich eine total spannende und inspirierende Geschichte gehört habe von Joachim Schoss, der wirklich nach einem schweren Unfall sich ins Leben zurückgekämpft hat. Und zweitens, dass ich einfach sehr viele Leute hier aus der NRW-Gründerszene getroffen habe, die ich teilweise sogar bislang nur vom Bildschirm kannte. Es ist für mich eine ganz große Freude, wieder in meiner alten Heimat zu sein und die Stimmung zu erleben, die hier herrscht heute Abend mit so vielen jungen Unternehmern und dieser Startup-Geist, der wirklich überspringt. Ja. Tolle erste Veranstaltung. Hoffe, die nächsten Tage werden genauso gut werden.